Willkommen zum nächsten Teil vom türkischen Marsch und in diesem Video gibt es das nächste musikalische Thema, das nächste ganz bekannte musikalische Thema. Ja, diese Sache. Also damit können wir eigentlich direkt loslegen, das, was ich hier gerade gezeigt habe. Das wird zweimal wiederholt und dann wird eigentlich das gleiche gespielt, nur von anderen Tönen. Dann bringen wir noch die linke Hand dazu und das war es auch schon für dieses Video. Also wir gehen in kleinen Schritten voran, aber ja, also so, dass es schön jeder meistern kann. Erster Überabschnitt. Das hier ist C und E, D und F, E und G. Und letztendlich basiert das alles auf dem C-Dur-Akkord. Der so geht, C, E, G. Also nochmal Daumen und Mittelfinger, C und E, D und F mit Zeigefinger und Ringfinger und E und G mit Mittel- und kleinem Finger. Allerdings, das wird zweimal angeschlagen und danach, hier wechselt nämlich der Finger, also Mittel- und kleiner Finger werden dann Daumen und Mittelfinger. Ja, und das heißt, bis dahin ist es bam, 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 bam. Das ist der erste Überabschnitt. Natürlich gerne langsam und vor allen Dingen, schau mal drauf, das ist eigentlich das Allerwichtigste und die größte Herausforderung hier. Diese Terzen, so nennt man diesen Abstand zwischen den beiden Tönen, hier ist der gleiche Abstand, dass diese Terzen immer schön sauber und gleichzeitig angeschlagen werden, nicht so. Ja, guck so, spiele ich die Töne nacheinander an, schöner wäre es, wenn die wirklich gleichzeitig angeschlagen werden. Das kannst du auch ruhig erstmal nur hier auf C und E probieren, drauf achten, dann auf D und F und dann mal abwechselnd. Das Ganze wird staccato gespielt. Du kennst das aus dem letzten Video, glaube ich. Oder aus dem vorletzten. Bam, bam. Immer kurz, ne? Nicht so, sondern bam, bam, bam. So hüpfend. Okay, und das ist dann der erste Überabschnitt. Lieber ganz langsam. Und dafür sauber, als schnell und unsauber. Ja. Bam, 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 bam. Dann geht's weiter. A, G, C, E. Erstmal. Also quasi vom A zum E runter. Hier mit dem Ringfinger und dann bis zum Daumen. So, und Achtung, danach noch H und D mit Zeigefinger und Ringfinger. Und dann spielt der Daumen das G. Und das hier ist ein G-Dur-Akkord, wenn man alle Töne zusammenspielt. Okay, also, wenn du das spielen kannst, kannst du die letzten beiden zusammennehmen, die letzten beiden Abschnitte. Lam, dam, 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 dam. Lam, dam, 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 dam. Und vor allen Dingen, wenn der Daumen spielt, zack, gehen hier schon Zeigefinger und Ringfinger aufs H und D. So, und dann kannst du mal alles zusammenspielen, wenn das gut klappt. Also übrigens, lieber ganz oft wiederholen, so lange, bis es gut klappt und lieber auch erstmal langsam und dann erst langsam schneller werden. Du musst das jetzt nicht so schnell machen wie ich hier. Ja, und das kannst du dann ganz oft wiederholen, um es ja schön sauber und rund zu spielen. Guck mal gleichzeitig. Stell dir auch gerne mal ein Metronom ein, wenn du eins hast. Tack, tack, tack. Ungefähr auf diese Geschwindigkeit. Oder auch lieber langsam. Und dann spielst du, wenn du spielst. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Ja, also auf der 4 fängst du an. 1, 2, 3, 4. Ja, das hier ist auf der 4. Jetzt zählst du immer bis 4. Und dann. Ja, also eigentlich bis 2. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, dass du auch ab und zu mal mit Metronom übst, um da einfach auch zu üben, so im Takt zu bleiben quasi. Okay,
Also, wenn du das hier spielen kannst, kannst du eigentlich schon alles spielen, was wir für das heutige Video brauchen. Nämlich genau das wird wiederholt. Ja, also das wird zweimal gespielt. Und dann, Achtung! Nach dem zweiten Mal, übrigens beim zweiten Mal wird das G weggelassen. Ja, da enden wir einfach auf D und E. Und dann starten wir wieder von neu, allerdings nicht von C und E, sondern von A und C. Dann haben wir hier A und C, H und D, C und E zweimal mit dem gleichen Fingersatz. Ja, zack, hier wechseln wir wieder. Und dann geht es diesmal vom F zum C runter. F, E, D, C. Und zum Schluss spielen wir Gis und H mit dem Daumen das E. Das hier ist ein E-Dur-Akkord und davor das war ein A-Moll-Akkord. Dieser Akkord hier, A, C, E. Ja, da habe ich auch nicht ganz sauber gespielt. Okay, also das ist die Variante davon, quasi das Ganze, ja, eine Terz tiefer. Das ist wieder der Tonabstand. Ja, das wird zweimal gespielt. Und auch hier in der Wiederholung enden wir auf Gis und H und gehen nicht mehr aufs E runter. So, das war auch schon das heutige Video. Im nächsten Teil, wir machen noch die linke Hand dazu, aber im nächsten Teil geht es dann wieder mit diesem Thema weiter. Das machen wir im nächsten Video. Also, wenn du das perfekt spielen kannst, ja, damit geht es dann weiter. Dann kannst du die linke Hand dazu holen. Übrigens, gerade habe ich eine Wiederholung, also auch hier das G nochmal mitgespielt. In der Wiederholung habe ich vorher noch gesagt, wird es nicht mitgespielt. Also entschuldige bitte. Ich sage dir auch ganz ehrlich, ich nehme das nicht so eng. Ja, da gibt es ein paar Leute, die reißen mir jetzt vielleicht den Kopf. Bist du Wahnsinn, das steht doch so, bist du verrückt, steht doch so gar nicht in den Noten. Aber Leute, Musiker, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie früher die Musik komponiert wurde und geschrieben wurde und wie viele Übertragungsfehler es von damals gibt, ja, also vielleicht kurz dazu, bei einigen Noten, die früher geschrieben wurden, ist man sich noch nicht mal ganz sicher, ob das, was man dort als Noten noch im Original gefunden hat, ob das wirklich zum Teil Noten waren oder ob das einfach nur ein Tröpfchen ist, was da dem Komponisten aus der Nase gelaufen ist, auf das Notenblatt und dann so aussieht wie eine Note, weil das Material natürlich im entsprechenden Zustand ist, ja. Also, dementsprechend, es macht total Sinn, oder also zumindest harmonisch macht es Sinn und tut da wieder einen Abbruch, wenn man die Note hier spielt oder nicht spielt. Okay, das nur ganz nebenbei. Dann die linke Hand wollten wir spielen. Schau mal, von den Tönen her gibt es da nicht viel. In der linken Hand haben wir erstmal C und C. Kleiner Finger, Daumen. Dann E und E. Guck mal, wenn ich das C spiele, geht der kleine Finger hoch aufs E. Wenn ich hier das E spiele, geht der Daumen hier hoch aufs E. Das heißt, wir haben C, C, E, E, C, C, E, E, C, C, E. Ja, das wird nur einmal gespielt. C, C, E, E. Und zum Schluss mit dem Mittelfinger das G. C, C, E, E, G. Pause. C, C, E, E, G. Pause. Das wird zweimal gespielt. Dann, genau wie bei dem anderen Thema, gehen wir eine Terz runter aufs A. A, A, C, C, E. Eigentlich das gleiche, halt ein bisschen tiefer. A, A, C, C und Mittelfinger E. Auch zweimal. Das war's schon, was die linke Hand spielt. Das bitte gut einüben. Oft genug wiederholen, bis du es so spielen kannst. Und auch
Vorher brauchst du gar nicht weiterzumachen, nämlich dann bringen wir beide Hände zusammen. Erstmal in kleinen Abständen. So, das reicht erstmal. Hier die ersten beiden alleine, die rechte Hand alleine und dann zusammen, zusammen. Ja, so würde ich das, ich würde den Überabstand nicht größer wählen. Dann geht's weiter. Würde ich auch ganz oft wiederholen und dann mal die beiden Abschnitte zusammen. Nochmal. Guck mal, die Versuchung ist ja sehr groß, schon den hier zu spielen. Aber lass es erstmal weg, bis du das hier perfekt spielen kannst. Ja. Und wirklich im Schlaf. Und dann natürlich zusammen, rechts alleine. Und dann kannst du das mal mit dranhängen. So, das wird auch zweimal gespielt insgesamt, aber du kannst es natürlich ganz oft wiederholen, bis du es perfekt spielen kannst. Und dann gehen wir genau hier genau gleich vor. Ja. Ja, siehst du, da habe ich schon besser hätte ich. Das ist ein bisschen kleiner gewählt. Okay. Ja, und das wird auch zweimal wiederholt, ne? Und dann kommt wieder das Thema. Allerdings mit einer kleinen Abwandlung und das machen wir im nächsten Video. Also nochmal den kompletten Abschnitt des heutigen Videos. Und ja, den ersten Tag kannst du, wenn du möchtest, schon mal mitüben. Ja, das ist genau das, was du vom ganz von Anfang kennst. Okay, viel Spaß mit dem heutigen Video. Ich hoffe, das klappt gut. Viel Freude damit. Dann sehen wir uns im nächsten Teil.